Hallo und willkommen zurück in Trista. Wir haben immer noch, ich glaube, den 30. Dezember, ja, da steht's auch. Und wir gucken mal, was die Leute hier zu sagen haben. Ja, genau, der alte Schlafsaal, wo er das erste Mal selbst gekocht hat und wo ihm Klein viele Ratschläge gegeben hat. Im Vergleich fällt mir erst wieder auf, wie groß Klein doch ist. Es ist kaum zu glauben, wie schlimm doch diese nostalgischen Gefühle sind. Oder wie stark. Dabei waren wir erst 2 Monate weg. Es ist eine wahre Schande, dass der Krieg uns so viel Zeit gestohlen hat, die wir hier hätten verbringen können. Naja, was kann man machen? Es ist beinahe ohnehin bald vorbei. Sowohl der Krieg als auch mein Teil da drin. Hast du was gesagt? Nein, nein, ignoriere mich einfach. Was meint er damit? Wenn der Krieg jetzt vorbei ist und sein Teil... Das heißt, er wird sich dann auf... ja, was wird er machen? Keine Ahnung. Achso, wir hätten ja auch, glaube ich, reingehen können. Ne? Können wir hier nochmal eben... Naja, danke, danke, danke. Oh, Rezept. Ich habe gerade das Wort Rezept gelesen. Oh, ein Tomateneintopf. Oh, alle Rezepte schön. Dann wollen wir es direkt mal ausprobieren. Können wir jetzt natürlich nicht, weil wir alleine sind. Grummel. Nee, also da dürfen wir nicht reingehen, weil wir keinen Grund haben. Und haben wir hier einen Grund? Nein. Vor dem Kampf in der Akademie hatten wir keine Zeit, jetzt haben wir keinen Grund. Irgendwas ist halt immer. Ja, schön, dass allen gut geht. So viel Sorgen gemacht, jetzt glücklich, danke Aidios. Ja, sehr schön zusammengefasst über... Also ein paar Sätze nochmal rausgehauen, die halt im Ranking hier ganz oben stehen, von der Häufigkeit. Ja, und alle weinen jetzt vor Glück, weil nichts Schlimmes passiert ist. Da sieht man mal wieder... Wie oft man sich doch viel zu Unrecht im Vorfeld Sorgen macht. Völlig unnötig. Ihr seht doch, die Leute alle heil wieder zurückgekommen. Und was haben euch die Sorgen jetzt gebracht? Nichts. Sie haben euch Lebenszeit vermiest. Hättet ihr gesagt, egal, das ist die Leute, das sind die Studenten von Tor, denen wird schon nichts passieren, hättet ihr eine viel bessere Zeit gehabt. Also, und er findet unseren Riesenritter super cool. Ach so, der Kleine hier rechts, der mit dem braunen Haaren, der ist ja so ein bisschen verknallt in Rosine. Hatte ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Sie ist auch erleichtert, dass Rosine gut geht. Und Rosine ist halt eine Nonne, wie sie im Buche steht. Also aus dem Lehrbuch. Der Schatten des Krieges ragt immer noch über uns hinweg. Und auch die Traurigkeit, die durch den Krieg gekommen ist, wird niemals wirklich vergessen werden. Aber es schadet ja nichts, unser derzeitiges Glück auch zu feiern. Also machen wir genau das. Ja, richtige Einstellung. Hibel und Elliot. Tja, und Hibel hatte schon gar nicht mehr geglaubt, dass er jemals wieder Geige spielen würde in Trista.
Ja, und hier spielt demnächst das ganze Windorchester. Und das wäre wahrscheinlich das Event gewesen mit Elliot. Wenn ich denn genug Link Points mit ihm gesammelt hätte. Ich habe übrigens auch mal versucht, vor dem Kampf in der Akademie hier zu angeln. Geht nicht, aber jetzt, wo ich Canister sehe, können wir uns ja gleich auf jede Menge Spaß freuen, wo ich wieder angeln gehe. Ja, schön ab und zu mal in Ruhe was zu trinken. Und Melissa hat sich natürlich wieder Sorgen gemacht. Ja, ja, ist ja klar. Und Gordon tut es leid. Und ohne uns würde er jetzt hier nicht mit seiner Frau zusammensitzen. Fragt sich, was besser wäre. This spot looks perfect for fishing. Ja, und wer bist du? Ist es dir gut ergangen, Kenny? Ja, klar. Ich habe sogar unheimlich seltene Fische gefangen, da in der Nordja-Provinz. Hier, ich zeig dir mal einen. Ja, ich will den sehen. Einfach nur ein Fangirl wahrscheinlich. Ach, es geht doch nichts über Fischen nach dem Angeln, genau. Angeln nach dem Sonnenuntergang. Erinnerst du dich noch an unseren Wettbewerb hier? Als wir beide versucht haben, den Guardian zu fangen? Ach, schöne Erinnerungen waren das. Ja, das war schon der Hammer. Kommt mir aber ewig vor. Ja, mittlerweile gibt es hier jede Menge neue Fische. Hast du Lust, mir Gesellschaft zu leisten und zu sehen, was du so fangen kannst? Ne, habe ich schon Lust. Also nicht angeln um des Angelns willen, aber angeln um der Preise willen. Ui, den habe ich ja noch nicht gesehen. Den Fall neu. Und hartnäckig ist er. Hallo? Ich habe mich verklickt. Ich hatte versucht, mit beiden Händen Knöpfe zu drücken und habe dann aber die falschen Knöpfe gedrückt. Ihr hört es sicherlich an den Klickgeräuschen, dass ich gerade im Stress bin. Wow, this is a big one. Ein Edelkarpfen, mhm. Nur 20 Punkte als First-Time-Bonus. Terra-Balm ist jetzt nicht so berauschend. CP brauche ich auch gerade nicht. Naja, gucken wir mal. Slide 22, die wir gefangen haben. Fehlen also noch zwei. Ah, das ist auch neu, oder? Nee, das ist was ganz Altes. Wie leicht sich das auch fängt. Not bad. Ah ja, eine Graukrabbe. Das ist neu. Oder? Schien mir jetzt auch sehr einfach zu sein. This is a big one. Nee, hatten wir schon. Königin-Krabbe.
war auch zu einfach. Haben wir also auch schon gefangen. Wow, this is a big one. Ein Lachs. Mhm. So, jetzt müssen wir uns die Fischtabelle mal angucken. Das heißt, ich habe was vergessen irgendwo. Das heißt, es könnte sich lohnen, hier nochmal ein Groundbait einzusetzen. Denn das, was ich woanders übersehen habe, kann ja durchaus hier vielleicht gefangen werden. Ich habe 19 Groundbaits. Das sieht hektisch aus. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Doch, habe ich schon gehabt. Mist. Ja, wieder den Aal. Wow, this is a big one. Ein Lachs meine ich, genau. Und Swordtail, ne? Der erste Fisch überhaupt. Not bad. Nee, okay. Wollen wir nicht übertreiben. Was gibt's hier noch für Preise? Ja, nichts, was ich jetzt unbedingt haben möchte. Probably fish here. Du warst gerade fischen, Rian. Können wir hier in den Buchladen gehen? Oh, der Fiedler ist jetzt auch noch hier, um abzunerven, um Musik zu machen. Ach so, es ist jetzt viel leichter, wieder Geschäfte zu machen, weil unter der Leitung der Allianz hier viel mehr Papierkram zu erledigen war. Und Kai hat ihn auch viel unterstützt, wird er wahrscheinlich sein Sohn sein. Er ist vielleicht ein bisschen erwachsen geworden, ja, okay. Was gibt es denn Neues? Das haben wir schon. Auch Body Handbook haben wir noch nicht. Würde ich gerne mal kaufen. Keine Ahnung, ob es sich zu irgendwas kombinieren lässt, aber es kostet auch nur 1000. Wahrscheinlich haben wir es schon mal irgendwo kombiniert zu irgendwas. Ja, sonst ist hier nichts los, ne? Ja, da haben sich wieder zwei gefunden. Ach so, sie ist die Chefin vom Fechtclub. Alles klar. Und sie wird es immer noch mit Alan und ihm hier und Loggins gemeinsam aufnehmen können. Ja, schön, dass sich das Leben hier wieder normalisiert hat. Was Warmes zu trinken, ganz umsonst? Ja, klar, gerne. Damit wir uns nicht erkälten. Mhm. Ich will noch nicht da ganz investen, aber zumindest mal zu Radio Trista. Oh, hallo.
Ich bin wirklich froh, dass du in der Lage warst, die Stadt von der Allianz zurückzuerobern. Gute Arbeit. Heute machen wir eine spezielle Übertragung, wo wir berichten, was alles passiert ist. Ihr werdet alle berühmt. Ja, wir würden es eigentlich besser finden, wenn ihr da nicht so eine große Sache draus machen würdet. Aus unserer Beteiligung da. Ah, das ist zu spät. Nachdem jetzt die Armee so lange die Wahrheit unter dem Teppich gehalten hat, ist der Senderchef ganz wild darauf, die Übertragung endlich zu starten. Und morgen wird ja die Aufmerksamkeit dann ganz auf der Schlacht um Heimdall liegen. Das möchte er dann alles live übertragen. Und er bereitet das dann alles schon vor. Ach, wirklich? Eine interessante Idee. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele Gebiete im Land gibt, die nicht genau wissen, was hier überhaupt vor sich geht. Und wenn man jetzt genaue Informationen bekommt, also wenn möglichst viele Leute genaue Informationen bekommen, dann könnte das sogar einen Einfluss auf den Krieg haben. Ja, das ist seine Theorie. Morgen wird schon ein verrückter Tag, auf jeden Fall. Ja, hier hat er schon lange nicht mehr drauf geblickt. Achso, Munk, ja, der Misty-Sticker-Sammler. Es gibt aber nicht so viele Einsendungen hier wie in der Misty-Periode, aber das überrascht ja nicht. Aber es ist herzerwärmend, wie viele Einsendungen es dennoch noch gibt. Absoluten Hardcore-Fans von Radio Trista sind halt bei dem Sender geblieben. Ja, und jetzt wird er auch emotional. Dann gehen wir mal schnell weg. Man kann Stimmen von der anderen Seite der Scheibe hören. Alles klar. Das wäre dann das Skript. Aber wir machen das natürlich live. Und der Typ, der die Aufzeichnung macht, muss auf alles vorbereitet sein. Alles klar. Wir sind auch alle bereit. Falls du mir die Frage gestattest, wie nah kommen wir dann an die Action ran? Was meinst du denn, so nah es nur geht? Er ist wirklich aufgedreht. Ich hoffe, er macht nicht etwas zu Riskantes. Ja, vielleicht werden wir ja mit einer geheimen Kamera ausgestattet oder so. Oder beziehungsweise mit einem Mikrofon, ist ja Radio. Ja, morgen wird für uns alle ein wichtiger Tag. Dann ist morgen vielleicht Finale. Man weiß es nicht. Ja, guten Abend. Schön, dass die Stadt wieder so gut belebt ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass du mehr mit den Vorbereitungen für morgen beschäftigt bist, anstatt hier an dem Festival teilzunehmen. Ja, das stimmt auch. Wir bereiten gerade unsere Hochgeschwindigkeitsvehikel vor. Und zwar hier im Bahnhof. Und ein weiteres Team arbeitet gerade in der Nähe von Karel. Darüber hinaus wird die 4. Panzerdivision sich morgen in Bewegung setzen. Ruh dich heute Abend mal aus. Den Luxus können wir uns nicht mehr länger leisten. Also bald nicht mehr leisten. Ja, mach ich. Ja, Rex und er haben viele Bilder gemacht.
Schön, wie glücklich alle sind. Und da fällt ihm wieder auf, dass es am schönsten, dass er Fotos am meisten mag, wo die Leute lachen. Ja, zu euch kommen wir gleich. Ist das Colettes Mutter? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe dir ein paar leckere Süßigkeiten gemacht. Und ich habe jedes bisschen meiner Liebe da hineinfließen lassen. Warum kuscheln wir uns da nicht auf die Bank zusammen und füttern uns gegenseitig damit? Und sollte dich deine Leidenschaft übermannen, dann sei es halt so. Nein, bitte, alles nur nicht das. Komm schon, da muss man doch nicht so schüchtern sein. Aber das ist eine der vielen Dinge, die ich an dir so liebe. Da möchte ich dich umso mehr umarmen und dich nie wieder gehen lassen. Aelios, bitte, lass mich von dieser verrückten Frau entkommen. Gütige Göttin, ich hatte nie geglaubt, dass es möglich sein würde, aber sie ist noch furchteinflößender als zuvor. Wahrscheinlich ist das die wahrste oder das schlimmste Zeichen des Schreckens des Krieges, dass sie nämlich stärker geworden ist dadurch. Das ist nicht der Schrecken des Krieges, Meister Vincent. Es ist einfach die Kraft der Liebe. Jetzt steh da nicht so rum und mach deine komischen Kommentare, Sarifa. Hilf mir bitte. Ich fürchte, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Lady Margarita zu kontrollieren, wenn sie in diesem Zustand ist. Es scheint so, als ob du selbst versuchen musst, sie zu befrieden. Darf ich vorschlagen, ihr Angebot einer warmen Umarmung anzunehmen und ihr einfach süße Nettigkeiten ins Ohr zu flüstern für den Anfang? Nein, das darfst du nicht. Wie wusste ich nur, dass ich dich hier finden würde? Ja, fröhliche Städte wie diese rufen einfach nach fahrenden Musikanten meines Kalibers. Bitte, ich bestehe darauf. Ich möchte meine Musik anbieten, damit man sich an diese Nacht noch erinnern wird. Ich gebe es ungern zu, aber irgendwie ist die Stimmung halt noch ein bisschen besser, wenn er da ist. Aha. Achso, Becky und Hugo. Und Hugo hat natürlich wieder nur Gewinnmaximierung im Kopf. Na, wenn das nicht einer von Thors kleinen Helden ist. Bitte, jetzt sag mir nicht, dass die Leute uns so nennen. Ja, tut mir leid. Mich hat da nur die Festivalstimmung ergriffen. Achte einfach nicht auf mich. Wir sind alle so dankbar, was ihr gemacht habt. Dank euch Studenten sind wir jetzt wieder frei. Und
meine Art, Danke zu sagen, ist, dass indem ich den Laden jetzt hier abends, diesen Abend lange offen lasse. Nur für euch. Ich bin sicher, ihr wollt ein bisschen Spaß haben und euch mal wieder mit alten Kumpeln treffen. Und wir möchten euch da nicht im Weg rumstehen. Ja, ist wirklich nett von dir, danke. Weiß gar nicht, brauche ich sonst noch Sachen? Vorräte habe ich noch, ne? Ja, okay. Hab ich hier noch was? Oh ja, ganze 900. Ich kann auch ein bisschen was an Rüstung und so verkaufen, wenn ich jetzt dringend Geld brauche. Gehen wir nochmal in den Klamottenladen. Sie hat schon lange den Besitzer nicht mehr erreichen können. Ihr erinnert euch ja, dies hier ist ja nur eine Zweigstelle. Der Hauptsitz des Geschäftes ist ja in Heimdall und da hat sie jetzt schon keinen Kontakt mehr. Logisch betrachtet weiß sie natürlich, dass es ihm gut gehen wird, aber sie kann nicht anders, sie muss sich trotzdem Sorgen um ihn machen. Ich hoffe, dass die morgige Operation gut verläuft, damit ich wieder mit ihm reden kann. Es wird ja voll der Überraschungsangriff, wenn die gesamte Stadt schon weiß, dass morgen Heimdall angegriffen wird. Da könnte man Speed noch ein bisschen aufbessern, aber auf zu was für einen Preis? Also defense-technisch. Was für ein Preis, nicht Mira-technisch. Gut, gucken wir nochmal zum Blumenladen. Da müssen wir auch in der Stadt. Ah ne, wir sind noch nicht durch. Da kommt noch der Pornshop und irgendein Haus gibt es hier, glaube ich, auch nicht. Ja, mit dem haben wir ja schon gesprochen. Hier ist dann nichts, ne? Dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Nee, das war schon auch im ersten Teil ja immer so. Dann haben wir hier noch zwei Sachen und unseren Schlafsaal, also drei Sachen. Gehen wir erstmal zu Mikt. Du bist ein seltsames Kind, das weißt du, oder? Alle da draußen feiern und du hängst hier in diesem gammeligen Laden rum. Ah, schön, dass der Krieg deine Einstellung oder deine Lebenseinstellung nicht geändert hat. Ich hörte, du hast Informationen über den Krieg gesammelt und diese Informationen an Direktor Van Dijk weitergeleitet. Dafür möchte ich dir danken. Naja, irgendwas muss man ja machen, wenn das Geschäft gerade nicht so läuft, oder? Jetzt mal im Ernst, das war keine große Sache. Aber was war das, was ich von dir gehört habe, dass du der kaiserlichen Armee da hilfst bei der Operation morgen? Lass mich dir mal einen guten Rat geben. Achte auf deinen Rücken. Du kannst nicht deine Hand in ein Hornissennest stecken, ohne gestochen zu werden. Jede Aktion hat ihre Konsequenzen. Ja, das ist sehr richtig. Ich werde das morgen im Kopf behalten. Da haben wir nichts Neues. Oder nichts, was ich brauchen könnte. Und hier gibt es wahrscheinlich auch nichts Neues. Nee. Da bin ich aber auch eigentlich ganz gut ausgestattet.
So. Dann nochmal in ein Haus und dann in unser Schlafsaal. Ja, Mutter und Vater werden sich niemals ändern. Schön, dass die furchteinflößenden Soldaten Mechster weg sind. Deshalb konnte er nämlich nie draußen spielen. Ah, die wollen jetzt gemeinsam spazieren gehen und dabei ein bisschen rumturteln. Na gut. Dann machen wir jetzt erstmal die Bonding-Events, beziehungsweise das eine Bonding-Event. Und zwar habe ich ja schon gesagt, Alisa soll Reens Herzblatt sein. Und ich werde die anderen wohl auch noch zeigen. Oh, und mir fällt gerade noch was ein. War nicht auf dem Akademiegelände auch noch eine Angelplatz, um jetzt noch ein bisschen Suspension hier einzustreuen. Das ist mir just in diesem Augenblick eingefallen. Doch, da ist der Teich. Oh, I could probably fish here. Oh, der ist neu. Aber relativ einfach. Not what I had in mind. Crayfish weiß ich jetzt nicht genau, was es ist, aber es sieht ja aus wie so eine Languste oder so, ne? Unsichtbare Languste. Damit haben wir jetzt 23 Fischarten. Zwei neue gibt es ja normalerweise auch nie in so einem Teich oder an einem Fischort. Vielleicht können wir in Heimdall nochmal irgendwo angeln. Not what I had in mind. Oder es gibt nochmal so eine Quest, wo wir dann irgendwas Besonderes fangen. What I had in mind. Not what I had in mind. This is a big one. Super, haben wir das auch durch. Dann gehen wir mal zu Alisa. Ich speichere natürlich vorher ab, dann kann ich die anderen Events auch noch zeigen. Und dann bin ich hier falsch.
Und dann ist das hier der Abschluss dieser Folge und dann mache ich irgendwie so eine Special-Folge, wo ich dann die anderen 3, 4 Events dann zeige. Ich hoffe nur, es geht nicht um ihren Lacrosse-Club. Ich könnte gar nicht glücklicher sein, dass jetzt der Lacrosse-Club wieder vereint ist. Es war ein steiniger Weg, aber dadurch, dass wir auf ihm geblieben sind, hat sich das vollständig gelohnt. Natürlich hatte ich ja auch die Hilfe von allen unterwegs. Es macht mich glücklich, wenn du glücklich bist. Aber das ist ja noch nicht das Ende. Ja, es hängt ja alles von dem morgigen Tag ab. Aber es gibt keinen Grund für uns, uns Sorgen zu machen. Dadurch, dass wir beieinander geblieben sind, haben wir ziemlich schlimme Zeiten überstanden. Ich weiß, dass wir es durchstehen. Ja, du und ich, wir beide. Rian, macht es dir was aus, wenn du mich zum Schlafsaal begleitest etwas später? Ich möchte ihn noch ein weiteres Mal sehen, bevor wir morgen losziehen. Nur wir beide. Alisa? Ja, klar. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum nicht. Ich komme dann später dahin. Ja, danke. Ich gehe rüber, sobald ich hier fertig bin. Okay, dann gehe ich da mal rüber, wenn ich alles andere erledigt habe, was ich heute noch tun wollte. Die roten Sachen auch vorher oder später, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nur als Warnung gedacht, dass man jetzt ja hier auch noch nach Trista gehen könnte. Oder? Fühlt sich seltsam an, wieder hier zu sein. Achso, ja, das haben wir schon gehabt, okay. Dann müssen wir erst die anderen Sachen machen. Die einsame Wacht von Valimar. Hey, Valimar. Hallo, Rian. Ich wollte mal nach dir sehen. Es war natürlich eine Überraschung, als du es angeboten hast, aber danke, dass du freiwillig als Ausguck fungierst. Not a problem. Perhaps you and your friends have influenced me to some degree. Ah, kein Problem. Vielleicht haben ja du und deine Freunde mich in gewisser Weise beeinflusst. Each and every one of you have come a long way to take this place back. Jeder einzelne von euch hat einen langen Weg hinter sich, um diesen Ort zurückzuerobern. Und da wollte ich einfach, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen Abend zu genießen und zu feiern. Ja, danke. Weißt du, wenn man so zurückschaut, dann hätte ich nie geglaubt, dass eines Tages der Tag kommen würde, wo ich mich ganz normal mit dir unterhalten könnte. Diesbezüglich hast du dich ganz schön verändert. Irgendwie klingst du jetzt nicht mehr so mechanisch, sondern mehr würdevoll, schätze ich. Ich habe ständig daran gearbeitet, meine Erinnerungen wiederzubekommen. And while still fragmented, I am now able to recollect specific memories from my past.
Und auch wenn sie noch stark fragmentiert ist, kann ich doch bestimmte Erinnerungen aus meiner Vergangenheit abrufen. Ach wirklich? Heißt das, du erinnerst dich an etwas, was passiert ist, bevor du dich im alten Schulgebäude schlafen gelegt hast? Correct. I went to sleep 250 years, 128 days ago. Korrekt. Ich habe mich vor 250 Jahren und 128 Tagen schlafen gelegt. And my previous awakener was a man known as Dreikles Reise Arner. Und mein voriger Erwecker war bekannt als Dreikles Reise Arnor. Ja, es ist ja nur dann eine Überraschung, wenn man die bisherigen Dialoge im Spiel nicht mitverfolgt hat. Also war es wirklich Dreikles? Ich hatte ja schon so einen Verdacht, als ich die Erinnerung im letzten Schrein gesehen habe. Aber ich wollte jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich glaube, du hattest eine gewisse Resonanz mit den Erinnerungen, die in den Übungsräumen lagen. Denn Dreikles hat ja die Geisterschreine genauso besucht wie du. In each one, he obtained the same ore with which to forge his weapon, advanced upon the same capital. Und in jedem dieser Schreine hat er das gleiche Erz gesammelt, um seine Waffe zu schmieden, und ist dann zur gleichen Hauptstadt ausgezogen. And it was there, with many allies at his side, that he laid the war to rest in one final confrontation. Und genau dort, mit vielen Verbündeten an seiner Seite, konnte er den Krieg beenden. In einer letzten großen Schlacht. Schon ein bisschen gruselig, wie ähnlich unsere Pfade sind. Aber dadurch werde ich in gewisser Weise auch ein wenig selbstbewusst. Ich bezweifle, dass wir das auch nur halb so gut machen, wie er es damals gemacht hat. Was war er überhaupt für ein Mann? He was an open-minded, composed and driven man. Er war ein Freigeist, ein gefasster und ein entschlossener, getriebener Mann. Also er wusste, was er wollte, war für alle Sachen offen und hat seine Gefühle halt nicht so gezeigt. Full of bravery and daring, and in some ways, an enigma. Yet for those he met, he was ever kind and merciful. Ja, aber war auch sehr tapfer, beinahe waghalsig und in gewisser Weise auch ein Rätsel. Aber für die, denen er begegnet ist, war stets gütig und gnädig. He had dignity in measure with his stature, and still at times, one could see in his eyes the glimmer of a child's. Und seine Haltung strahlte Würde aus, und manchmal konnte man in seinen Augen noch das Funkeln eines Kindes erkennen. Der war schon wer, oder? Wo du so über ihn sprichst, weiß ich nicht, ob ich jemals so sein könnte, wie er es war. Aber wenn ich so wäre wie er, dann könnte ich noch mehr für alle anderen tun. There is little meaning in striving to be something you are not. Es bringt nicht viel, jemand sein zu wollen, der man nicht sein kann. Since my awakening, I have watched over you. I have seen you grow as a person.
Seitdem ich erwacht bin, habe ich dich beobachtet. Und ich habe gesehen, wie du als Mensch gewachsen bist. Dreikus found success in playing to his strengths. You, though different, possess strengths no less great. Dreichels Erfolg beruhte darin, dass er seine Stärken ausgespielt hat. Du besitzt zwar andere, aber keine schlechteren Stärken. Just as he attracted his own supporters, so too have you gained those who would choose to stand by your side and no other. Und genau wie er seine eigenen Unterstützer angezogen hat, so hast auch du die um dich versammelt, die jetzt an deiner Seite stehen. Take pride in those who become your sword, for not even kings can buy the loyalty you have earned. Und sei stolz auf die Leute, die zu deinem Schwert werden, also die quasi die in deinen Diensten sind oder die an deiner Seite kämpfen. Denn nicht einmal Könige könnten sich die Loyalität kaufen, die du dir verdient hast. Danke, Valimar. Du hast recht, ich sollte mich einfach darauf konzentrieren, mich selbst zu verbessern, so wie ich bin. Und ich sollte nicht versuchen, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Und so wie ich jetzt für meine Zukunft kämpfe und meinen Freund nach Hause bringe, da weiß ich nicht genau, auf was er jetzt anspielt, wäre es auch nicht sinnvoll, jemand anders sein zu wollen. Ist das Heimdall? Könnte auch jetzt nicht Heimdall gucken, schon von hier sehen, oder? Ah ja, es klingt so, als ob das Tachi morgen früh fertig sein würde. Also wenn du bereit bist, sollten wir es noch mal morgen ausprobieren. Ich verlasse mich auf dich, Valimar. I shall do all within my power. Ich tue alles in meiner Macht. Wir können auch Schnellreise benutzen. Dann können wir hier mal aufs Dach gehen. Oh, hier seid ihr also. Hallo, Rian. Hey, angenehme Nacht, oder nicht? Ja, ein bisschen frischer Wind, aber... Okay, nein. Doch ein bisschen kühl, aber dadurch, dass kein Wind ist, geht's. Ja, da hast du recht. Ja, wir sind endlich wieder zurück hier. Ja, ich muss zugeben, dadurch, dass ich das hier jetzt so sehe, werde ich richtig emotional. Ja, zweifelsohne. Ganz besonders, da du oder da ihr das letzte Mal während des Festivals hier warst und wir anderen waren ja noch länger hier.
Sie fühlen sich wahrscheinlich ein wenig einsam, ganz ohne Crow. Towa, George, Angelika. Ich möchte euch danken. Hä? Und wofür? Ihr Leute habt uns so sehr geholfen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie weit wir ohne euch gekommen wären. Wenn es nur wir Studenten der ersten Jahrgangsstufe gewesen wären, wäre das alles nicht halb so gut gelaufen. Also im Namen von allen, danke. Für alles, was ihr gemacht habt. Ja, aber wir sollten doch diejenigen sein, die dir danken. Ja, denk mal drüber nach, wie viel Arbeit Klasse 7 in das alles gesteckt hat. Und dann sag das nochmal. Ganz genau, ihr habt mir doch geholfen, einen Deal mit meinem Vater abzuschließen. Und wo wäre ich jetzt ohne euch? Ja, kann schon sein, aber nur für die Aufzeichnung. Wir brauchten euch genauso viel wie ihr uns. Ihr habt die meiste Verantwortung auf der Courageous getragen. Das Schiff, was unsere Träume vorangetrieben hat. Und ich brauche euch auch morgen, um auf uns aufzupassen. Glaubt ihr, ihr bekommt das hin? Ja, da musst du doch nicht fragen. Wir werden mit dir da sein. Wir würden dich doch niemals im Stich lassen, nachdem wir gemeinsam so weit gekommen sind. Danke. Ich habe so das Gefühl, dass morgen ein Wendepunkt für uns sein wird. Abhängig davon, ob die Mission der kaiserlichen Armee ein Erfolg oder ein Fehlschlag wird, habe ich das Gefühl, dass die Zeit für mich, Crow wieder gegenüberzutreten, beinahe gekommen ist. Das stimmt. Ja, er würde ja auch eine derartige Gelegenheit nicht einfach verstreichen lassen. Und dieses Mal werde ich ihn nicht gewinnen lassen. Ich werde ihn schlagen und hierhin zurückschleifen und ihn zwingen, endlich mit euch zusammen den Abschluss zu machen. Hm? Bist du sicher, dass das überhaupt möglich ist, Rian? Ich glaube nicht, dass das... Ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht leicht wird. Aber jeder, nicht nur ich, möchte euch vier wieder zusammensehen. Klasse 7 hat es ja auch geschafft, sich wieder zu vereinen. Jetzt seid ihr dran. Du bist fantastisch, Rian. Und wenn du sagst, dass du das tun möchtest, dann habe ich keinen Grund, an dir zu zweifeln. Viel Glück. Ja, die Mission morgen früh wird verrückter von Minute zu Minute. Im Ernst. Hoffentlich schaffe ich es dann wenigstens noch, das Touchy ordentlich zu polieren. Als die Konversation sich dem Ende neigte, ging Towa zurück zum Studentenrat, um die Pläne für morgen nochmal durchzugehen. Und nachdem sie sich verabschiedet hatten, gingen George und Angelika zur Erfinderwerkstatt, um Werkzeuge und Ausrüstung zusammenzustellen, die gebraucht würde, um Valimars Waffe herzustellen. Gut, dann sind wir hier durch. Und dann
Gehen wir mal in die anderes hier. Zum Schlafsaal. Nun, ich habe ja versprochen, dass ich Alisa hier treffen würde. Soll ich schon mal drinnen auf sie warten? Ich bin wahrscheinlich ein wenig früh hier. Tut mir leid, dass du warten musstest, Rean. Oh, hallo Alisa. Ich bin auch gerade erst hier eingetrudelt. Und alle Informationen ausgetauscht mit dem Lacrosse Club. Ja, es war großartig, wieder bei Ihnen zu sein. Aber ich glaube, fürs Erste haben wir jetzt genug gefeiert. Außerdem hat mir Ferris noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg gegeben. Und es ist ja schwer, einem Mädchen zu widersprechen, das ständig sagt, eine Lady soll aber einen Gentleman nicht warten lassen. Ja, das klingt ganz nach ihr. Egal, reden wir jetzt nicht über sie. Es fühlt sich wirklich seltsam an, hier in unserem alten Wohnheim wieder zu sein. Natürlich auf eine gute Art und Weise. Als ich durch diese Tür geschritten bin, kamen die ganzen Erinnerungen wieder hoch, die wir hier gemeinsam verbracht haben. Ja, es ging mir genauso. Es war ein weiter Weg, aber wir haben ihn geschafft. Naja, da wir schon mal hier sind, wollen wir uns noch ein bisschen umsehen. Ich bin neugierig, wie es oben aussieht. Ja sicher, warum denn nicht? Es ist lustig, wie die Zeit funktioniert, oder? Es ist nur ein paar Monate her, seitdem wir das letzte Mal hier waren, und es kommt mir vor, als wären es Jahre gewesen. Ich glaube, das zeigt einfach, wie viel, welche Bedeutung die Zeit hatte, die wir hier verbracht haben. Jeder Raum, jeder Gang hat eine Erinnerung, die mit ihm verbunden ist. Ein Blick und plötzlich erinnert man sich, als wäre es gestern gewesen. Ja, ich glaube, das stimmt. Ich wünschte einfach nur, Crow wäre hier bei uns, um das Gefühl mit uns zu teilen. Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an ohne ihn. Ja, ich wünschte auch, er wäre hier. Er ist genauso ein Teil von Klasse 7 wie wir anderen. Aber es braucht halt noch etwas Zeit. Bevor du dich versiehst, wird er hier sein und mit uns debattieren. Ja, du veränderst dich nie, Rean. Es war sofort klar, von dem Augenblick, wo wir dir begegnet sind, dass du jemand bist, der sich um andere Leute sorgt.
Und damals warst du schon genauso freundlich, wie du jetzt bist. Du warst unser Anführer. Unermüdlich hast du geschaut, dass es jedem Gruppenmitglied gut geht und hast unsere Bedürfnisse über deine eigenen gestellt. Wir sind so dankbar für alles das, was du gemacht hast. Und für mich zählt das nochmal doppelt. Hey, Reen. Do you still remember our first day at the Academy? Erinnerst du dich noch immer an den ersten Tag in der Akademie? Meinst du jetzt, wo wir vor dem Bahnhof zusammengestoßen sind? Oder meinst du im alten Schulgebäude, als du weich gefallen bist? Unser erster Tag? Ah, wo sie weich gefallen ist, ja. Wie könnte ich das jemals vergessen? Zuerst sind wir ineinander hineingelaufen vor dem Bahnhof, weil ich so fasziniert war von diesen Linoblumen. Und dann ist da ja diese Sache passiert. Ich würde ja gerne sagen, dass ich deinen Wunsch erfüllt habe und das vergessen habe, was geschehen ist. Aber das geht einfach nicht. Tut mir leid. I should have known. Ich werde es wissen müssen. Then again, who am I to talk? It's such an embarrassing memory, I doubt I'll ever be able to forget it. Aber wem sage ich das? Es ist so eine peinliche Erinnerung. Ich werde das auch nie vergessen. And the part outside the station was the most picture-perfect way to meet you, too. Then we both had to go and ruin it. Und der Teil da vor dem Bahnhof, das war der perfekte Ort, um dich zu treffen. Und dann mussten wir beide ihn ruinieren. Ja, tut mir leid, was da geschehen ist. Also wäre das ja geklärt. In a strange way, though. It kind of worked out for the best. Ja, letztendlich hat sich's ja aber alles zum Guten entwickelt. Afterward, I just kept thinking about what happened over and over again. Denn danach habe ich ja über die Sachen immer wieder nachgedacht. And before I knew it, I couldn't get you out of my head. Und bevor ich mich versah, bekam ich dich gar nicht mehr aus meinem Kopf heraus. We barely met. And you were willing to risk getting seriously injured just to protect me from harm. Wir hatten uns gerade erst getroffen und du nahmst in Kauf, dich ernsthaft zu verletzen, nur damit mir nichts passiert. That left a real impression on me. I kept wondering, why? Why would you do that? What kind of person must you be? Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe mich gefragt, warum? Warum würdest du das tun? Was bist du nur für eine Person? Next thing I knew, I found myself watching you from afar. I was so curious about every little thing you did. Und danach habe ich dich öfter mal aus der Ferne beobachtet. Ich war so neugierig über alles, was du so gemacht hast. And the more I learned about you, the more I wanted to know. Und je mehr ich über dich gelernt habe, umso mehr wollte ich noch erfahren. I wanted to find out how you saw the world around you and how you were able to live so true to yourself. Ich wollte herausfinden, wie du die Welt um dich herum erlebst und wie du so leben kannst, so aufrichtig. Weißt du, auch du warst ständig in meinem Kopf. Du hast immer so hart gearbeitet mit dem ganzen Stolz eines Adligen und einem starken Wettkampfbewusstsein. Aber ich glaube, was mir am meisten oder was am meisten herausstach, war, wie viel du doch über andere Leute nachdenkst. Und dass das Wohl der anderen dir wichtiger war als dein eigenes. Die ganze Zeit, als du gesagt hast, dass du über mich nachgedacht hast,
hast du wahrscheinlich genauso auch über dich nachgedacht. Um ehrlich zu sein, habe ich immer an dich gedacht, seit unserem ersten Bilderbuchtreffen, wie du es ausgedrückt hast. Really? Während der letzten paar Wochen und Monate habe ich mehr und mehr begriffen, was dich zu der Person macht, die du bist. Wir beide hatten so viele lange Gespräche, wie wir unseren eigenen Weg im Leben finden oder über wie wir entscheiden, wie wir leben wollen. Und irgendwo auf diesem Weg habe ich gehofft, dass das, was du entscheidest und das, was ich entscheide, dass sich diese Pfade irgendwo überschneiden würden und zu einem Pfad werden würden. Und dass wir diesen Pfad gemeinsam beschreiten könnten. Does that mean? Heißt das etwa? Ich liebe dich, Alisa. Und egal, was passiert oder was du mit deinem Leben anstellen willst, selbst wenn sich unsere Pfade eines Tages trennen würden, wird sich an meinen Gefühlen dir gegenüber nichts ändern. If it weren't for you, I'm not sure I would have ever found the courage to find a path for myself at all. Wenn du nicht gewesen wärst, weiß ich nicht, ob ich jemals den Mut gehabt hätte, meinen eigenen Pfad zu beschreiten. I was only able to because of how much your determination inspired me. How it made me want to struggle on, just like you do. Es war nur, weil deine Entschlossenheit mich so inspiriert hat. Ich wollte also auch weiter durchhalten, genau wie du es getan hast. And I love you too, Reen. Und ich liebe dich auch, Reen. Ich bin so glücklich. Ja, ist mir jetzt ein bisschen peinlich, die Angelegenheit. Ich habe ja schon viele Erinnerungen an diesen Ort. Aber ich glaube, diese Erinnerung wird die stärkste von allen sein. So am I. I can't see my face, but I think it's safe to say it's redder than it was at the old school house. Ja, das geht mir genauso. Ich kann zwar gerade mein Gesicht nicht sehen, aber ich gehe wohl recht in der Annahme, dass es noch röter ist als damals im alten Schulgebäude. But I'll never forget this moment. No matter what happens, I won't forget. Aber diesen Moment werde ich niemals vergessen. Was auch immer geschieht, ich werde ihn nicht vergessen. No matter what hardships I might end up facing, I'll just have to think of you, and I'll be strong enough to overcome them. Ganz egal, welche schweren Zeiten wir noch durchmachen müssen. Ich muss immer nur an dich denken und dann bin ich stark genug, um alles durchzuhalten. Das gilt für mich genauso. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich jemand so Gutes wie dich verdient habe. Es gibt da noch so viel, was ich gar nicht über mich weiß. Aber ich weiß, dass du an meiner Seite sein sollst. Jetzt und in Zukunft. Was auch immer geschehen mag, Alisa, ich hoffe, dass wir einen Weg finden, den wir miteinander teilen können. I hope so too. Das hoffe ich auch. Ja, da wäre ich schon neugierig gewesen, wie diese Szene jetzt mit Elliot abgelaufen wäre.
unzertrennlich. Elisa und Love. Achso, von wegen Alisa, ja, Elise. On Love. Mhm. Das ist fantastisch. Du hast es wirklich geschafft, für Valimar ein neues Tachi aus Simorienerz zu schmieden. Ja, natürlich. Es ist eine massive Waffe. Über 7 A lang. Die ungewöhnliche Form machte das Schmelzen und Verarbeiten oder beziehungsweise das Verarbeiten des Erzes unglaublich schwierig. Aber es wurde geschafft. Ich bezweifle, dass ich es hinbekommen hätte, wenn da nicht dieser sture alte Student von mir gewesen wäre. Na, musst du gerade sagen, jemand anders hier als stur zu bezeichnen? Ja, es war ein totaler Schock, dass du auch mal ein Student von Professor warst, Ausbilder Makarov. Ich hatte ja auch mitbekommen, dass du am Ruhr-Institut für Technologie studiert hattest, aber ich habe da nie 2 und 2 zusammengezählt. Ja, und das war auch besser so. Das war alles vor langer, langer Zeit. Ich habe es nie begriffen, warum ihr beide euch entschlossen habt, nicht länger unter meinen Fittichen zu studieren. Das Angebot steht noch. Ich weiß ja, wie talentiert ihr seid. Oh, das kann ich doch nicht. Ich glaube, ich habe nicht die Hälfte von dem nötigen Talent, um mit dir mitzuhalten. Sag es ihm klar heraus, George, oder er wird es gar nicht begreifen. Sag ihm, dass du verrückt werden würdest, wenn du jahrelang mit so einem arroganten, egoistischen Fatzke zu tun hättest. Ja, was für eine schöne Klinge das doch ist. Die, es glänzt einfach betörend. Tja, geht doch nichts über Simurienerz. Ja, vielleicht ist die Klinge nicht genauso scharf, wie ein wahrer Schwertschmied sie hinbekommen hätte. Aber wir sind ja alle keine hauptberuflichen Schmiede. Aber Valimar sollte damit viel leichter zurechtkommen, als mit den ganzen Waffen, die er von den Soldateneinheiten bekommen hätte. Und das ist ja das, was zählt. Okay, dann versuchen wir es mal. Wow. Es gibt da eine Resonanz zwischen den beiden. Ja, auf jeden Fall. Wie wunderschön. Das ist wirklich erstaunlich. Du siehst so cool aus, Valimar.
Ich bin sicher, bin nicht sicher, was da gerade geschieht, aber es ist auf jeden Fall fantastisch. Ich glaube, jetzt haben wir eine Chance. Feedback-Prozess mit der neuen Bewaffnung komplett. Ich fühle, dass es leichter zu handhaben ist als die früheren Bewaffnungen. Ja, das freut mich zu hören. Glaubst du, das macht jetzt den Unterschied? Ja, ich hatte hohe Erwartungen, aber die wurden noch einmal übertroffen. Ich glaube, jetzt habe ich endlich eine Chance gegen ihn. Professor Schmidt, Ausbilder Makarov, George, danke euch allen für das, was ihr getan habt. Erspar dir deinen Dank. Ich habe das nur getan, um meine eigene Neugier zu befriedigen. Was auch immer du nun tust, interessiert mich nicht mehr. Tja, und damit untertreibt er nicht, Rian. Er meint das völlig ernst. So ist er halt. Das gleiche war ja damals mit den Schienenkanonen, mit den Soldaten, den Sphero-Jammern. Sobald seine Arbeit erledigt ist, verliert er komplett das Interesse und sucht sich eine neue Beschäftigung. Ja, und ein Problem damit? Ja, damit dürften die Vorbereitungen nun abgeschlossen sein. Ja, Sir, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich alle zusammentrommel. Ah, der Moment des Schicksals ist endlich angekommen. Wir haben momentan 6.30 Uhr. Ah, und schon hell. Das im Dezember. Wir sollten uns alle hier um 7.30 Uhr versammeln. Und tragt alle das, was ich euch früher gegeben habe. Alles klar. Sie hat uns das gegeben. Da ist das Bild aus dem Vorspann. Nur, dass es im Vorspann nicht so geruckelt hat. All of the students have gathered. Alle Studenten haben sich versammelt. Gut. Ausbilderin Sarah, Ausbilder Thomas, Ausbilder Makarov. Wir überlassen sie in euren fähigen Händen. Understood. Don't you worry. We'll take good care of them. Oh, mach dir da mal keine Sorgen. Und wie wir uns um sie kümmern werden. Just leave them to us. Ja, überlass sie einfach uns. Studenten der Tor Militärakademie. Ich bin sicher, dass sich die meisten von euch noch daran erinnern, was gesagt wurde während eurer Eröffnungszeremonie. Erhebt euch, o Jugend, und werdet zum Fundament der Welt. Das sind die Worte von Kaiser Dreichels, der Mann, der den Krieg der Löwen beendet hat. Und der diese Akademie gegründet hat. Und ich hatte euch gebeten, zu überlegen, auf welche Welt er sich bezieht und welche Fähigkeiten man haben muss, um das Fundament dieser Welt zu sein, beziehungsweise um eine solche Welt zu erschaffen. Ich glaube, dass jeder von euch seine ganz eigenen Gedanken dazu hatte.
Allerdings bitte ich euch, nicht den Fehler zu begehen, die Gründung der Welt mit einem Opfer gleichzusetzen. Ich glaube, es ist am besten, Seite an Seite mit anderen zu gehen und sich selbst einen Pfad zu erschaffen, und als solches habe ich eine ganz einfache Botschaft für jeden Einzelnen an euch. Kommt lebendig zurück. Heißt den Frühling mit allen anderen willkommen. Und wenn es an der Zeit ist, werdet Pflücke. Und zum guten Schluss wünsche ich euch noch einen Sieg. May Aedios and Dreykuls the Lionheart be with you all. Mögen Aedios und Dreykuls Löwenherz mit euch allen sein. And please, come back here safe and unharmed. Und bitte, kommt sicher und wohlbehalten zurück. As well as those who were captured with him. Unser Missionsziel ist es, seine Majestät, den Kaiser, zu retten und alle, die mit ihm gefangen gehalten werden. Everyone, move out! Right! Eine neue S-Craft für Rian. Die Oberflächentemperatur beträgt 5 Grad, Luftfeuchtigkeit 13%. Ein Nord-Nordwestwind mit 11 Arge pro Stunde. Ja, das ist alles Unsinn, was da steht. Also erstmal muss es schon extrem trockene Luft haben, wenn man wirklich nur Luftfeuchtigkeit 13% hat bei 5 Grad. Gerade im Winter hat man meist schon mehr Luftfeuchtigkeit, also das ist so klein, ist sehr unglaubwürdig. Und sie meint sicherlich 11 Meter pro Sekunde, also 11 Arge pro Sekunde und nicht pro Stunde Windgeschwindigkeit. Wir bekommen Nachricht von der 3. und 4. Panzerdivision. Sie haben die Schwarzdrachenklamm bereits hinter sich gelassen und auch Trista. Sie bewegen sich in Kampfformation ungefähr 100 Säge von Heimdall entfernt. Also 100 Säge waren, glaube ich, 10 Kilometer. Die Hauptkanonen und die Sekundärbewaffnung sind bereit. Wir sind bereit für die Schlacht zu jeder Zeit. Alle Sphero-Maschinen arbeiten normal. Alle Besatzungsmitglieder sind anwesend. Wir sind bereit, die Operation zu beginnen. Verstanden. Scheint so, als wären alle bereit. Ja, es scheint aber so, als würden wir nichts von Prinz Oliver hören. In der Tat, ich habe auch nichts von meinem Vater gehört. Sie haben wahrscheinlich die Hände voll zu tun im Westen. Es scheint da ziemlich hektisch zu sein, was ich gehört habe. Ich habe Mick gefragt, sich mit Torval in Verbindung zu setzen. Aber ich kann nicht seinen Erfolg versprechen.
Oh, das ist schade. Es wäre großartig, sie hier zu haben. Ja, aber es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu jammern, was wir nicht haben. Alles klar. Alles, was wir jetzt tun können, ist das Beste aus unserer jetzigen Lage zu machen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Dennoch, der Kampf wird nicht vor Mittag beginnen. Wir haben immer noch Zeit. Wenn ihr euch noch um etwas kümmern wollt, jetzt ist eure Gelegenheit. Kommt euch da irgendwas in den Sinn? Ja, jetzt wo du es sagst. Toa, gibt es da neue Aufträge für uns? Ja, die wir jetzt zwischen 8 Uhr und 12 Uhr nochmal eben erledigen. Das ist natürlich, naja, ist egal, ist halt Spielmechanik. Ja, die gibt es tatsächlich. Warte nur, ich lade sie eben hoch. Nochmal 4 Quests. Jormungand, was? Prinz Oliver möchte was? Konnte sich nicht... konnte sich nicht bei uns melden, hat uns aber trotzdem noch eine E-Mail mit dem Auftrag geschickt. Wo wir gerade von Schlangen sprechen, was kommt einem da am ehesten in den Sinn als die Schlange Jormungand? Aber in Wahrheit habe ich selbst meine eigene glorreiche Schlange, die ich manchmal auf Partys zeige und zu speziellen Gelegenheiten. In der Tat, Rain, hier spricht Major Wanda. Achte nicht auf den Prinz und töte einfach das Monster. Ja. Ja, Gewalttätigkeit in Sachsen. Es war einmal eine... Oh, ein Limerick. There once was a woman from Ruhr. When I saw her, I wanted to woo her. She gave me a slap when I sat in her lap. Now I have one lover fewer. Ja. Super Limerick. Ist, glaube ich, noch nicht mal hundertprozentig vom Reimmaß her passend, aber gut. Ach, wie ich es doch liebe, Verse zu schmieden. Ja, ist wieder Prinz Oliver gewesen. Noch ein Monster, was wir besiegen sollen. Kein Problem. Nord-Nordost. Auch wieder von Prinz Oliver. Die Hügel sind lebendig geworden, geschätzter Rian. Und zwar durch den Klang von Monstern. Die Hochlande, um genauer zu sein. Und ihr solltet euch persönlich drum kümmern. Ich hoffe, deine Skills sind nicht eingerostet. Denn du wirst fliegen müssen, wie, wenn du mir die Redewendung gestattest, wie der Wind, um mit dieser Bedrohung klarzukommen. Emir, far wherever you are. Das ist auch von, ist auch wieder so ein Reim, ist also auch von Oliver. Die Gefahr ist eingeschlagen nahe deiner Heimat, junger Rian. Und zwar durch eine seltsame Bestie, die sich auf dem Pfad nach Emir niedergelassen hat. Willst du dem Ruf folgen? Willst du deine Schwester durch deine Stärke beeindrucken? Wird überhaupt irgendjemand diese Nachricht lesen? Ja, ach Oliver. Das wäre ein spaßiger Vogel. Ja, ich denke, damit kommen wir zurecht. Und ich glaube auch nicht, dass uns diese Quests allzu lange aufhalten werden. Ob du sie nun machst oder nicht, liegt ganz bei euch. Aber sich bereit machen für die Schlacht sollte oberste Priorität sein. Ich weiß ja, ihr habt schon den Bogen raus, Prinz Oliver Bericht zu erstatten. Aber da wir ihn momentan nicht erreichen könnt, könnt ihr auch mir Bericht erstatten.
Ah, das könnte auch die letzte Gelegenheit für euch sein, dass nochmal Wartungsarbeiten bei euren Spheromaten durchgeführt werden. Also, wenn ihr was braucht, lasst es mich wissen. Ja, das machen wir. Vielen Dank. Ja, man kann gar nicht vorbereitet genug sein. Finale. Also unaufhaltsam vorwärts. Ja, wieder Commence Operation, um weiterzugehen. Und das letzte Mal, dass wir auf der Courageous sind. Nach der Operation wird es keine Möglichkeit mehr geben, die Einrichtung der Courageous zu nutzen. Oder andere Städte zu besuchen. Das heißt dann wirklich Schluss. Alle Quests und Unterevents werden auch verschwinden. Ja, die Trial Chests werden nicht mehr erreichbar sein. Die haben wir zum Glück alle schon. Auch wenn wir noch Gelegenheit bekommen werden, Gegenstände, Quarze und sowas zu kaufen, wird es für eine Weile nicht möglich sein. Das bedeutet ja, das heißt, wir haben jetzt erstmal unsere Nebenquests, können auch die Städte alle besuchen. Dann machen wir die Operation Heimdall und dann geht es immer noch weiter. Ja, Stammbelegschaft. Die Besten der Besten. Tja, und dann Elliot. Und in diesem Fall würde ich dann Milium sagen. Milium ist, glaube ich, ein Tick besser als Vieh. Obwohl ich Vieh eigentlich lieber mag. Tja, so ist das. Ich nehme Vieh mit. Ich nehme Vieh mit. Wir können ja auch noch wieder tauschen, ist ja kein Problem. So, das ist eine gute Gelegenheit für mich mal abzuspeichern. Und dann in der nächsten Folge wird es dann nochmal die Events geben mit Vieh, Laura, Emma und Milium. Und mal gucken, wie die so ablaufen. Also, bis morgen dann. Tschüss.